Also, wir haben ja bislang die Mengengleichheit nur bewiesen über Venn-Diagramme, aber es gibt auch eine formale Möglichkeit, Mengengleichheit zu beweisen, nämlich indem man die Definitionen verwendet für Mengenoperationen, Mengengleichheit und das Ganze als symbolischen Beweis führt, indem man das zurückführt auf Aussagen logische Beweise. So, und zwar überlegen wir uns erstmal, was bedeutet Mengengleichheit? Ja, also Mengengleichheit, gucken wir uns mal an. Die zwei Mengen A und B sind gleich, genau dann, wenn was der Fall ist. Wenn für alle x gilt, für alle x aus irgendeiner Menge, x ist Element A, genau dann, wenn x Element B ist. Also, jedes x, das ein A ist, ist auch ein B und umgekehrt. Ja? Es gibt kein x, das nur in einer von beiden Mengen ist. Wenn das der Fall ist, also wenn x Element A, daraus folgt x Element B und umgedreht, dann sind die beiden Mengen gleich. Ja, oder eben als Äquivalenzaussage formuliert, x Element A, genau dann, wenn x Element B. Jetzt nehmen wir uns mal irgendeine Mengengleichheit her, die wir bereits mit Venn-Diagramm bewiesen haben. Nehmen wir uns vielleicht mal irgendein de Morgan'sches Gesetz in der Mengenalgebra. Das sieht folgendermaßen aus. L ohne A geschnitten B, nehmen wir das mal so. Das soll das gleiche sein wie L ohne A vereinigt L ohne B. Na? So, das kann man jetzt mit Venn-Diagramm beweisen. Oder wir gucken jetzt mal, wie kann man das beweisen, wenn man hier oben diese formale Definition nimmt. Was müssen wir zeigen nach der Mengengleichheit? Wir müssen zeigen, x ist in der linken Menge genau dann, wenn x in der rechten Menge ist. Also, zu zeigen ist, für alle x, x Element L ohne A geschnitten B, genau dann, wenn, und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und jetzt müssen wir hier unten raus, Klammer vergessen, so. Jetzt müssen wir unten rauskommen bei x Element L, L ohne A vereinigt L ohne B. X-Element L ohne A geschnitten B, genau dann wenn, das müssen wir genau dann wenn Umformungen machen und unten rauskommen. Okay. So, jetzt müssen wir anfangen. Ne? L-Element, also fangen wir oben an, L-Element L, Quatsch, X-Element L ohne A geschnitten B. Jetzt müssen wir uns überlegen, was bedeutet denn formal X-Element L ohne A geschnitten B? Schauen wir uns, schreiben wir uns unten mal, ich mache hier mal einen Strich hin, unten mal die Definitionen der Mengenoperationen hin, die wir brauchen. X-Element, also was bedeutet nochmal M ohne N? Ne? M ohne N sind all diejenigen X, für die gilt X-Element M und nicht X-Element N. Das ist die Definition für M ohne N. X ist in M und X ist nicht in N. So, jetzt verwenden wir diese Definition da oben. X Element L ohne A geschnitten B bedeutet X Element L und nicht X Element A geschnitten B. So. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir sind sozusagen eine Stufe oder einen Schritt haben wir gemacht in die Aussagenlogik, indem wir jetzt hier auf einmal das Und-Zeichen eingeführt haben. Ja? Wir haben diese Mengenoperation links aufgedröselt in eine Bedingung, die an die Elemente gilt, die in dieser Menge liegen, nämlich x Element L und x nicht in der Menge A geschnitten B. So, jetzt geht's weiter. Jetzt überlegen wir uns A geschnitten B. Was war das nochmal? Oder was bedeutet generell M geschnitten N? Das sind alle die X, für die gilt X Element M und X Element N. Das bedeutet M geschnitten N. Ne? Das sind alle die X drin, die in M drin sind und in N. So, jetzt führen wir das doch hier einfach mal ein oder benutzen wir doch diese Definition an dieser Stelle. Dann steht hier da x Element L und nicht. So, x Element A geschnitten B nach der Definition gilt x Element A und x Element B.
Jetzt merkt man auch nochmal diesen Zusammenhang der Symbole, ne? Geschnitten und vereinigt und oder. Gut, jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Ich wechsle mal kurz die Farbe. Wir haben hier Aussagen. X-Element L ist eine Aussage, die kann wahr oder falsch sein. X-Element A ist eine Aussage, die kann wahr oder falsch sein. Und X-Element B ist eine Aussage, die kann wahr oder falsch sein. Und zwischendrin haben wir nur Aussagen, logische Verknüpfung mit nicht und und. Jetzt haben wir uns ja bestimmte Gesetze der Aussagenlogik bereits bewiesen, nämlich mit Wahrheitstafeln. Beispielsweise dem Morgen in der Aussagenlogik. Und das können wir hier anwenden. Wir können doch sagen, das ist ja eine dem Morgensche Geschichte hier, schreibt ihr mal hier hin. Da hat man nämlich gesagt, A und nicht B und C ist dasselbe wie, oder wartet mal, das war Quatsch. Geht nicht mehr zurück? Aha, okay. Ich möchte Radiergummi verwenden. So. A, nicht B und C ist dasselbe wie nicht B oder nicht C. So, das können wir doch hier oben verwenden. Hier steht ja nicht X-Element A und X-Element B. Und das ist das gleiche wie X-Element L. So. Und nicht X-Element A oder nicht X-Element B. Wir haben einfach den dem Morgen angewendet, indem wir das Nicht in die Klammer reingezogen haben und das Und zum Oder gemacht haben. Das ist unser aussagenlogischer Beweis gewesen. Oder Quatsch, das aussagenlogische Gesetz, das wir kennen von dem Morgen. So, was haben wir jetzt hier stehen? Jetzt haben wir hier stehen sowas wie A und dann eine Aussage B oder C. Und da hatten wir bewiesen, es ist dasselbe wie A und B oder A und C. Ne? Das war das Distributivgesetz oder eins der Distributivgesetze in der Aussagenlogik. Die können wir auch hier anwenden. Dann steht da X-Element L und nicht X-Element A oder X-Element L und nicht X-Element B. Auch wieder einfach ein aussagenlogisches Gesetz verwendet. Gut, was steht jetzt hier da? X-Element L und nicht X-Element A. Das ist ja das gleiche wie X-Element L ohne A. X-Element L und nicht X-Element A ist X-Element L ohne A. Oder X-Element L ohne B. Das war die Definition von oder gewesen, haben wir unten hingeschrieben. So, und jetzt müssen wir noch gucken, wie kommen wir vom vorletzten Schritt auf den letzten Schritt. Hier steht X-Element L ohne A oder X-Element L oder B. Ist das dasselbe wie das, was drunter steht? Naja, wenn wir uns überlegen, was war nochmal M vereinigt N? Das sind all diejenigen X, für die gilt, X ist Element in M oder X ist Element in N. Und mit der Definition der Vereinigungsmenge kommen wir direkt von dieser aussagenlogischen Aussage auf die Vereinigungsmenge. Was haben wir also gemacht? Wir haben erstens das hier schrittweise durch Anwenden der Definitionen der Mengenoperationen, nämlich erstmal ohne Differenzmenge und zweitens dann die Mengendefinition des Schneidens, das Ding überführt in eine Form dieser Art, die besteht aus einzelnen Aussagen, die hier rot markiert sind und oders und nichts und so weiter. Also eine reine aussagenlogische Form an der Stelle. Dann haben wir all die Gesetze verwendet, die wir schon mal bewiesen hatten in der Aussagenlogik. Und sind dann wieder rückwärts gegangen, um zu kommen auf eine Form hier wieder. Also wir haben dann wieder rückwärts die Definition angewendet der Mengenoperationen, um dann auf diese Form zu kommen. Womit wir jetzt mit einem formalen Beweis gezeigt haben, dass die Mengengleichheit gilt.